Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Hardcore Skyblock mit Fischkopf. Hallo! Du hast einen Sivir? Ja. Warum siffst du? Ein Dschungel-Sivir. Ist dir das mal aufgefallen? Wir sind, ja, hat eine andere Farbe, sieht hübscher aus. Kannst du mal mitzippen? Hübsch. Ja, gib mir. Ich stelle dich dazu und drück einfach drauf. Ja, achso, einfach. Rechte Maustaste gedrückt halten. Bringt nichts, ne? Bringt nichts. Doch, geht schneller, oder? Es wird nicht schneller, glaube ich. Warte, ich hör mal auf. Werfe nochmal nach. Mach nochmal. Ja, doch. Also der Grund, warum ich jetzt hier Erde zivil ist, wir brauchen Weizenkörner. Denn wir sind ja hier immer noch übrigens in der gleichen Aufnahmesession. Es kann sein, dass genau. Was wir haben Falsches was, erzählt wurde in der letzten Folge. Wir haben was entdeckt. Was haben wir entdeckt? Weizenkörner. Wir haben. Sehr geil. Wer hat's gedacht? Ihr seht, dass das Tomatenfeld ein bisschen größer geworden ist. Wir hatten nämlich einen kurzen Absturz. Seit dem Neustart mit ein bisschen anderen Arbeitsspeicher im Rechner. Also, wie gesagt, wir sind noch mal in einer Aufnahmesession. Wir haben ja gesagt, wer uns sagt, dass es nicht mehr ruckelt. Wir haben gerade den Arbeitsspeicher mal erhöht. Und zwar diese XMX auf 6 GB und die XMS auf 2 GB. Und zumindest jetzt im Moment zuppelt es aber nicht. Aber wir wissen auch, dass es eine temporäre Sache ist. Ne? Lieber Minjas. Lieber Fischkopf. Könntest du mir da so ein bisschen was hauen, damit ich da Sachen machen kann? Jo, natürlich. Hau ich mal hier hin. Moment. Oh nein! Oh Gott! Was ist los? Oh, die Leute werden mich schon wieder so anschreien. Warum? Wir hatten die ganze Zeit 22 Seeds in der Küchenkiste. Von was? Naja, von den Seeds, die wir jetzt brauchen für Weizen. Wieso ist es denn jetzt überhaupt richtig ausgeleuchtet? Guck mal, jetzt F7? F7? Hab ich jetzt an oder aus? Naja, wenn nichts passiert, dann ist ja auf so, ist es ja gut ausgeleuchtet. So, ich hab's an, alles klar. Scheiße, oh Mann, so. Jetzt habe ich hier die ganze Sith-Action gemacht. Ich dachte, ich bereite mal vor. Nein, du machst cool. Das falsch. Kannst du es bitte sofort umpflanzen? Außer du willst ein komplettes Feld voll machen, weil... Ja, wir brauchen viel davon. Komm, wir machen einmal bis zur Hälfte, machen wir komplett nur Weizen. Okay, dann ist gut. Weil sonst würde ich das gerne hier in einer Dual-Kultur anlegen. Hast du die Matures mal abgebaut? Und nee, hast du nicht. Was hab ich? Ach, die kann man ernten. Ja. Aber die Sojabohnen kann man ernten. Ja, natürlich, aber ich hab doch, wozu? Ich brauch's ja im Moment nicht, deswegen hab doch, ich sie da wachsen. Wir brauchen sehr viele, da glaube ich, behaupte ich jetzt mal. Okay, wir brauchen noch mehr Kisten. Wir brauchen kistenweise Kisten. Warte mal, dann ist das hier die Kiste für... Moment, eine Tomate abbauen und wieder umwandeln, gibt immer nur ein Seed? Achso, ja klar, ich brauche die Pflanze nur, alles klar. Nee, aber die bei den Soja... Nein, nicht essen, Minjas, gießen. Bei dem Essen ist das anders. Bei dem Essen. Oh, es ist schon spät. Spät in diesem Land. Nee, bei den Sojabohnen kriegst du mehr raus, wenn du es abbaust. Ja, das ist verschieden. Von Sache zu Sache ist das verschieden. Kannst du mir mal... So, hast du noch, ein Feld Tomate und ein Feld Soja. Hast du noch die Kanne dabei? Jo. Soll ich mal gießen für dich? Kann ich die mal haben? Nee, gießen ist mein Part. Lass mich das primitive Zeug machen. Okay. Ist jetzt eigentlich Nacht wieder? Ja. So, das heißt, hier funktioniert wieder der ganze Stromscheiß nicht. Und dann stimmt doch deine Theorie nicht. Naja, doch, jetzt geht's. Man muss einfach abwarten. Meinst solange du? Der, solange wir, mach der... Mach mal eine Uhr, mach mal eine Uhr. Ich mach mal eine Uhr. Dass du weißt, wie viel Uhr es ist und wie viel Uhr der anfängt. Das wäre jetzt egal, jetzt geht's, jetzt soll das so laufen. Das Ding, also normalerweise würde ich nicht abbauen und was anderes hinbauen, aber da der so teuer war, ich gieße, soll der mal machen hier. So. Ich gieße. Wir wollen hier Hell's Kitchen weitermachen. Ich bin der Regen. Toast, genau, dafür wollte ich Weizen haben. Kannst du mal bitte schneller machen hier? Ja, ich bin doch am Gießen, was soll ich noch machen? Noch Druck spucken oder was? Wo ist ein Kasper? Vinegar, Salad Dressing, okay. Ich mach Salat Dressing, okay? Das ist super. Ich habe ja schon Tomaten, also wir können Tomatensalat machen. Vinegar! Kaktusfrucht oder irgendein Saft und ein Pott. Das ist meine leichteste Übung. So, Pott, das machen wir gleich so. Warte mal, wo haben wir denn die Säfte? Hier, ne? Soll ich mal ganz normalen Carrot Juice reinmachen? Ich weiß nicht, ob das damit geht. Oh, jetzt kommt gerade diese Schlafmusik. Habe ich schon erwähnt? Habe ich das in der letzten Folge erwähnt? Habe ich vom Stuhl erzählt? Habe ich ja bestimmt vom Stuhl erzählt. Damit geht's nicht.
Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ihr Lieben. Sehr viel von deinem Stuhl. Hat einer von euch einen Need for Seat Stuhl? So, also, oder von mir aus DX Racer oder wie die alle heißen. Die sind ja eigentlich alle relativ gleich. Die sind relativ hart, wie wir beide finden. Wir haben ja beide einen neuen. Fischi hatte vor mir den Test gemacht. Und die Stühle sind relativ hart. Lässt das nach? Gibt das nach? Also wird das weicher mit der Zeit? Weil manchmal ist es so, also nicht ganz unangenehm, aber so ein bisschen. Wenn man so eine Weile sitzt, das ist... Wenn man eine Weile sitzt, dann hat man so das Gefühl, als schläft irgendwie ein Teil ein am Körper. Ich vermute, das geht weg mit der Zeit. Ich glaube auch. Wenn nicht, sitzt man trotzdem gut, weil allein die Sitzposition mit dem Kopfkissen und den hohen Armlehnen und sowas ist super. Du kannst eine Quest... Übrigens, wir kriegen kein Geld von den Jungs. Need for Seat, wenn ihr das hört. Oh, so ein Stuhl nebenbei, so. Menjas. Ich kann eine Quest machen. Menjas, du kannst ja. Eine Quest dingsen. Hell's Kitchen. Ich hab meine Herzgeschichte da reingemacht in die... Was haben wir da gekriegt? Ah, Vinegar war das. Vinegar! Haben wir noch einen fertig? Ah, das mit den Tomaten haben wir fertig. Guck mal. Farm cool. Labor. Tomatensymbol. Cool. Ja. Jetzt kriegt man nur die ganzen Drecksherzen, ne? Ne, die kleinen, ne? Firm Tofu. Wie macht man das? Moment. Was ist denn Fruit or Veggie? Tofu. I need blood. Blood of the blends. Evil one. Shouldn't be saying for us, Lord. Wir brauchen 10.000 Einheiten Tomatensaft, kann das sein? Das kann sein. Und siehst du, deswegen brauchen wir auch so große Farms. Meinst du dann, war es dumm, hier Tomaten auf einer Seite ja. anzupflanzen? Also meinst du, wir brauchen eine richtig fette Farm? 10.000 Tomaten. Ja. Nee, 10.000 Tomaten werden wir nicht brauchen. Wir haben wahrscheinlich nur den Tomatensaft, oder? Das sieht nach einem Liter. Hier ist doch abgebildet. Tomate, hier, warte. 10.000 Tomaten? Ja, 10.000 fucking Tomaten. Deswegen müssen wir das eigentlich, weißt du, was wir da machen müssen? Wir müssen das automatisieren. Was macht denn der Presser eigentlich? Was macht der etwas, Presser? Wir brauchen etwas, was abbaut. Helf mir. Weiß ich doch nicht. Oh, da musst du doch wissen. Da ist ein Presser. Bau den mal dahin. Ach du Scheiße. Ist das, das sieht doch einfach nach einer Presse aus. Nein. Guck mal. Ohne Strom? Ich wollte gerade rausfinden, wie der Firm Tofu gemacht wird. Yes! Nee, das ist Silken Tofu. Wir brauchen Firm. Aber wir haben Sojamilch. Jetzt wissen wir, wie Sojamilch geht. Okay, das Geile ist, der Presser funktioniert ohne Strom. Ja, das ist geil. Das ist richtig geil. Soll ich das mal nach Tomatensaft super, gucken? Warte mal. Zu spät. Ich wollte doch Tomaten probieren. Wir bauen ihn dahin, wo er gut steht. Pass auf, dann mache ich das so. Hast du noch Sojabohnen? Kannst du mir die geben? Der steht jetzt hier. Darf ich die verwenden, um das Feld umzubauen? Ich habe jetzt die hier reingetan, weil wir brauchen wohl, ich glaube, das geht so. Okay, ich nehme sie mir. Danke. Wo war ich denn gerade am Quest? Ich habe sie jetzt rausgenommen, gell? Nicht, dass du wunderst. Nee, Moment, der macht auch nur 14 Bohnen draus. Wieso macht er nur 14 Bohnen draus? Ich dachte, der macht mehr draus. Ach, wenn man eine Pflanze erntet, kommt mehr raus, ne? Gut, dann mal Tomaten raushacken. Moment, nicht erschrecken. Wie mache ich denn das scheiß Firmtofu? Muss ich das brennen? Nee. Muss ich... Ach komm. Muss ich das hier nochmal reintun? Er macht was. Was hast du jetzt gemacht? In dem Presser? Oh yes, er hat Firmtofu gemacht. Yes, aber davon brauchen wir auch schon Tausende. Siehst du? Das ist nämlich das Problem, dass wir jetzt super viel Shit brauchen. 1%. Scheiße. Jetzt haben wir okay, echt wir müssen eine Möglichkeit haben, wie hier Sachen abgebaut werden, automatisch, und dann reingeführt werden in den Presser. Ist ja auch interessant, wenn ich die Erde abbaue, ist es noch ausreichend ausbeleuchtet. Ich baue jetzt den Presser hier hin und dann müssen wir uns irgendwie überlegen, wie das gehen soll. Der Harvester. Der Harvester, vielleicht kann der hier arbeiten. Dann müssten wir die Farm aber anders anordnen. Obwohl der Harvester baut ja komplett ab, oder nicht? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weißt du es? Nee. Weiß eigentlich keiner von uns. Hier, zack. Ich meine, das kann man auch per Hand machen, aber es dauert halt eine Weile, ne? Jo. Wir könnten hier mal rüberlaufen und hier das Zeug hier immer abgrasen, du.
Naja, was haben wir denn hier? Wir haben ja viermal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kannst du mir 7, kurz, 8, hast 19, du mir die Kanne 1, gegeben? 2, 3. Also, nee, was du wolltest selber gießen, ne? Wir haben 50 Stück so pro Feld ungefähr. Ja, was haben wir denn noch für Möglichkeiten, Sachen zu düngen? Kann man nicht Fertilizer, kann man nicht irgendwie herstellen? Kann ich die Kanne kurz haben? Ungern, aber du kriegst sie. Ja, ich muss ja auch mal jetzt hier, warte mal. Ja, aber da wird nichts. Bringt nichts, ne? Nee, das wird nicht wirklich besser. Warum eigentlich nicht? Vielleicht muss er. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Bringt auch nichts. Bohnen bräuchten wir. Ich brauche jetzt drei Weizen, um da weiter zu questen. Wir müssen halt irgendwann mal Monster farmen, ne? Kann ich dir wiedergeben? Hier, dicken Sack. Dich. Wie gesagt, wir müssen die vielleicht anders anordnen. Wenn der Harvester Sachen abbaut, ohne die Pflanze mit abzureißen, dann ist das etwas, was wir möchten. Und dann ist das etwas, was wir dann hier nutzen möchten, aber auch mit Upgrade. Das heißt, wir bräuchten dann ein 9x9 Feld und dann dazwischen müssen wir Wasser setzen. Aber dann sollte man das an einer anderen Stelle einfach testen. Ja, wir machen es einfach hier weiter rechts. Hier weiter rechts. Hier. Das ist unser Testfeld. Warte. Willst du ein 9x9 Feld haben? Testfeld. Ja, das bauen wir noch um. Bauen wir dann noch um. Aber so, du wolltest ganz hart Weizen haben, ne? Ich brauche unbedingt Weizen, sonst kann ich hier nicht questen. Und wir können noch mal gucken, was wir hier für andere Quests machen können, ne? Steel Power wollte ich nicht so gerne machen. Weil das so. Also, ich stelle mir das total. Ah, guck mal. Wenn ich mich im Kreis drehe, guck mal. Ja. Siehst du das um mich herum? Das geht schneller, als wenn ich das ablaufe. Siehst du das? Guck mal. Was ist das denn? Mir eben gerade aufgefallen. Das ist ja monster crazy. Aber guck mal hier, wie schnell der Weizen. Jetzt hast du so schnell Weizen. Man muss sich im Kreis drehen. Ja. What the fuck? Hat uns aber noch niemand geschrieben, gell? Oder? Na gut, vielleicht schon ein paar Folgen davor, wo wir angefangen haben zu pflanzen, aber es ist interessant. Wow! Geil! Das verifiziert. Kannst du das hinten bitte wieder anpflanzen? Nee, ich hab's doch nur rausgenommen. Ach so, ganz hinten. Ja, dass das Feld halt voll ist, ne? Ja, das macht total Sinn. Gut, also brauchen wir einen Roboter, der sich mit der Kanne doof im Kreis dreht. Nee, wenn du die Kanne in eine Maschine tust, dann, oh, hier ist aber viel Schnee. Wenn du die da rein tust, dann geht die kaputt. Ah. Das ist mir schon aufgefallen, das habe ich schon mal gesehen. Guck mal, ich verifiziere das mal. Pass mal auf. Fischi. Wieso bringst du es denn? Das haben wir doch verifiziert. Wir haben es ja gesehen. Ja, guck mal, wie schnell das wächst auf einmal. Was hat er denn? Warum macht er das? Hat er gar nichts gemacht? Kann ich auch hin und her machen? Guck mal. Oh, geht auch anscheinend. Dachte ich jetzt probiert. Und du darfst dich wahrscheinlich nicht bewegen. Vielleicht ist das. Ja. Wow. Yeah, baby. Pflanz mal weiter hinten noch an. Ja, ich muss ja ganz hinten. Hier vorne geht ja nicht mehr. La 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 la. Das erinnert mich so ein bisschen auch an meine erste Erntemaschine. Das waren die ersten Folgen auf meinem Kanal, diese Minecraft-Geschichte. Wo du geerntet hast, oder was meinst du? Da habe ich auch so eine Erntemaschine gebaut, die dann hast du oben so Wasser durchfließen lassen. Und dann musstest du aber händisch wieder alles hinpflanzen. Das war natürlich. Naja, aber es ist auch beruhigend. Weißt du, nach den ganzen Folgen von Computern und so, da haben wir was Geerdetes. Lass doch mal hier vorne was wachsen. Uns fehlt nur noch ein Ding, ein Seed. So, haben wir jetzt. Nee, hast du eingesammelt. Musst du pflanzen? Ich gehe woanders hin. Ich habe 22 in der Tasche, mein Freund. Ja, krass. Also 22 Weed. Mal Toast gemacht. Ich habe 22 Weed. Ja, ist doch gut. So, jetzt haben wir hier 1000 Brot. Willst du denn das Ding noch? Wieso habe ich jetzt 18 Zombie. Körner in der Tasche? Weil aus du einem Weizen? Die ganzen eingesammelt hast und als ich daneben stand. Hier. Fischi. Ja, was Brot. Ist denn? Guck mal hier, für dich. Da. Und das ist für dich. Weil die Seeds brauche ich nicht. Pack ich hier hin. Jo. Pack ich hier gar nicht. Aber jetzt will ich das nochmal bei den Tomaten. Guck mal, weil die sind. Oder der Soja ist ja total beschissen gewachsen. Ja, hat funktioniert. Ich habe die falsche Taste gedrückt. So, jetzt. Ach, Minjas. Einmal nachdenken. So, pass auf. Bitte hier pass schon auf. Mal. Was ist denn? Wir wissen, ob das hier genauso funktioniert. 11%. Ach, das muss ich noch brennen.
War das ja eigentlich Crucible Furnace, da hatten wir rausgefunden, dass er nicht geht, ne? Irgendwie war das. Du, ah, das. Das war was anderes. Frag mich, was ich gestern erzählt habe. Ding. Noch ein Ofen. Ding. Noch zwei Ofen. Ding. Noch ein Ofen. Ding. So. Weil ich dachte, vielleicht ist das Geheimnis einfach zu wedeln, weißt du? So wie man halt gießen würde. Kannst du mal für mich wedeln? Das wäre ein Traum. Warte mal, ich wedel mal. So, Fischi. Toast. Wo ist das Ruckeln hin? Bei mir, ich habe null Ruckeln mehr. Claim Reward. Wir können den Toast Reward rewarden. Ey, wenn wir das Problem jetzt selber gelöst haben, müssen wir mit uns selber eine Gastfolge machen. Stimmt. Minecraft Inception. Oh, Digga, wir brauchen 10.000 Toast. Nee, das mit dem Startoption hat geholfen anscheinend. Also, nicht den Tag von dem Abend loben. Das ist im Moment, aber also ich habe immer noch so ein Zuppeln, aber du hast schon völlig recht, es ist schon um einiges besser. Und wir hatten eigentlich den Rahmen schon hochgestellt. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, oh, ihr Vollidioten, verklagt von den Rahmen voll. Aber da war irgendwie so ein anderer Rahmen, den hast du irgendwie erwähnt. XMS, also es gibt irgendwie zwei Werte. Ach, keine Ahnung. Ich habe jetzt schon ziemlich viel Toast hier. Guck mal, das ganze Feld ist voll. Fischi. Weißt du, was wir viel zu klein denken? Fischi? Ja. Ich bin dafür, dass wir das Feld Richtung Baumfarm nach hinten erweitern. Nach Richtung Baumfarm? Ja, nee, erstmal mal den Test mit dem komischen Setzling-Teilmacher und so weiter. Das machen wir als allererstes, aber ich finde, sieht schon ganz gut aus. Oh, sieht so hübsch aus. Ich habe übrigens noch ganz viel Saplings-Dings da. Hast du noch Weizen? Habe ich dir von hinten riesig massig gegeben, also die müsstest du ja noch haben. Das ist wahrscheinlich das. Ich wundere mich gerade auch so ein bisschen. Kage. Brennt schon mal. Ich weiß ja nicht, ich meine, wenn wir es nicht automatisieren, ne? So lange macht es, glaube ich, keinen Sinn, hier das Zeug zu machen und dann irgendwie abzugeben für die Quest. Nee, das ist. Weil wenn man 10.000 davon braucht, das ist natürlich eine Sache, ne? Bei der Soja geht's noch, da brauchen wir nur in Anführungszeichen 200. Da sind wir jetzt schon bei 11%. Wieso geht das jetzt nicht? Oh, wird schlecht. Ich hab's doch. Ja, wird schlecht. Das muss hier rein. Boah, wird echt schlecht. Motion Sickness. Ja, ja, so richtig so. Wie vom Drehen mit der Kanne. Ding. Oh, jetzt geht's hier einen nach dem anderen. Das ist ja wohl nicht wahr. So, hier haben wir schon mal Sachen gemacht. Hier haben wir sau viel Schnee gemacht. Ich wollte mal ganz kurz gucken, wie geht denn das nochmal mit dem Schnee? Also, hast du Obst für mich? Nee, ich geh mal Obst sammeln. Du haben doch die Bäume da hinten angepflanzt. Warte mal, das könnten wir auch mal Was? Können wir auch mal probieren. Was denn? Warte mal. Ultimative Test. Video-Settings, V-Sync on. Was ist das hier? Mango? Okay. Hallo, Mango. Und Zitrone. Nee, also mit V-Sync. Die Zitrone. Mach mal V-Sync an. Nö. Nee, hübsch ist es auch nicht. Nee. Ich bin auch gerade ein bisschen durch. Das ist vor allen Dingen, da sollte man ja eh nicht Dinge tun. Ja, und du machst es trotzdem. Du bist so mutig. Doch, es zuppelt mehr mit V-Sync jetzt. Ohne mit. Ach, egal. Scheiß drauf. Ich geh doch mal hinten. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab Frucht geholt. Ich zeig dir mal, wie man. Warte mal, ich wollte nur kurz die Kühe hier miteinander sich vorstellen. Guck mal hier. Nee, euch habe ich genug. Habe ich Karotten dabei? Nee. Oh, Schweinchen. Ihr müsst jetzt ohne bumsen. Darf ich raus? Ey, weil, komm mit. Kann ich nicht hier gießen? Komm mit. Ach, du hast was Neues gepflanzt? Nein, du hast doch hier. Das. Nee, die habe ich von hinten schon gepflanzt. Vielleicht wachsen die da nicht. Sind drei frei zwischen den Bäumen? Jo, ich habe die genauso gepflanzt wie die anderen. Okay, pass auf. Wir machen hier eine Zitrone rein, dann kommt da Limonade raus. Warte, ich komme. Ach, ich komme nicht raus. Scheiße, ich weiß nicht, was geht. Jetzt sind hier so viele Obst. Warte mal. Smoothie. Ach, scheiße. Okay, die Maschine. Okay, wir brauchen doch Snowballs. So, dann stelle ich jetzt auf Snowballs, aber. Die können wir doch aus dem Schnee auch herstellen, oder? Aus dem Snow. Ich habe mir mal einen Stack. Nee, ich habe doch einen Stack Snow.
Arsch. Ich habe mir mal ein Stack Snow rausgenommen. Das kann man bestimmt umwandeln, da bin ich mir sicher. Ja, das mach ich auch gerade. Nein, wenn man sie in den Tisch legt. Ach, stimmt. Nee, man kann auch mit der Schaufel. Schaufel geht auch. Nö, also so wie ich es mir vorgestellt habe, geht's nicht. Schaufel geht auch. Also wahrscheinlich nur. Also was heißt auch? Warte mal, hier wollte ich eigentlich Zeug reinmachen, jetzt mache ich hier auch Scheiße rein. Kann ich eigentlich einen Invar-Schaufel? Yay, willst du auch eine? Nö, ich hab hier eine Eisenschaufel, alles gut, danke. Ich habe eine Invar-Schaufel, die ist viel effektiver. So, pass mal auf. Hier, willst du gucken oder nicht? Bei Mixwix? Ja, ich bin da. Bin da. Zitrone? Ja. Hast du normalen Saft? So, Schneebälle dazu. Smoothie! Und sie bringen mehr? Ich glaube ja. Gib mal einen. Cherry Smoothie! Gib mir mal einen. Warte. Kannst du nicht mehrere Früchte mischen? Smoothie! Orange, okay. Mango. Nee. Man kann Salat, Obstsalat machen. Alter. Jetzt, was willst du denn? Willst du Kirsche? Probieren. Willst du Pomegranate oder willst du Orange? Granatapfel. Pomegranate. Ja, okay, Pomegranate, genau. Hier, zack. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was das reinzwirbelt. Ja, ich bin leider satt, das bringt hier nichts. Aber warte mal, ich habe einen Schenkel frei. Oh. Fast zwei. Ich habe hier noch irgendwo. Ah, Hirnfrost. Ah. Jetzt geht's. Warte mal, wenn man hier. Kennst du Hirnfrost? Guckst du auch nochmal mit rein? Wo rein? Hier in dem, wo ich gerade drauf gucke. Jo. Hackeball plus Schüssel. Ich jetzt was. Warte mal, Mango. Ach shit, ich habe keine verschiedenen Obst mehr. Schade. Ich habe hier nur noch Mango. Sonst hätte ich sie nicht alle verballert. Aber wenn du das jetzt so siehst, ne? Eine Mango hier rein, das andere Obstding gegenüber. Mhm. Also hier so und dann. Oh! Siehst du das? Fruchtsalat. Ja. Habe ich jetzt mal einen Fruchtsalat gemacht, ne? Lecker. Ist egal, so. Zack, zack. Ganzen Fertigessen. Ey, wir brauchen doch gar nicht mehr jetzt, im Moment. Aber Schneeball werfen ist doch super. Oh Gott, jetzt geht das. Jetzt lass das doch mal, ich brauche hier meine Arbeitsfläche. Ja, warte mal, lass mich doch den Stack. Nein! Ups. Ah, 16er Stacks, das ist unpassend. Haben wir noch eine Kiste für den Schnee? Ja, pack den hier rein. Pack den einfach hier mit rein. Ja, aber okay. Ist ja mit 16 ist ja der ratzfatz voll. Ja, kannst die Maschine jetzt ausstellen. Ich arbeite ja eh nicht durchgängig. Insofern ist das ja egal. So. Lass mich in Ruhe. Ich wollte gerade einen Smoothie trinken, Digga. So, jetzt gebe ich hier noch ein bisschen was für die Quest ab. Und die Folge ist ja schon längst vorbei, aber das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, aber jetzt sind wir fertig. Mit Nerven. Ja, warte. Aber wir haben ein schönes Feld. Irgendwas wollte ich noch machen, aber ist egal jetzt. Und Fruchtdrinks und so. Hamburger wollte ich gucken, wie der geht, aber na gut, dann. Machen wir in der nächsten Folge. Futtern für die Massen. In der nächsten Folge Toast und Tofu. Jetzt habe ich das ganze Tofu weggegeben. Sonst hätte ich uns jetzt. Ich hätte uns jetzt schon Hamburger machen können. Ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge von Hardcore Skyblock. Ich freue mich. Wir sehen uns dann morgen dass wieder. Dass es jetzt vorbei ist, du bist ja ein Arsch. Nee, ich freue mich, dass es mir Spaß ich macht. Weiß, Entschuldigung. Ich weiß, ja, dann ich nicht. Ich weiß. Oh, zum Abschluss der Folge rutscht doch mal kurz die Scheißlehne runter. ja. Okay. Herr Fischkopf, geht's? Warte. So, Überlänge. Beruhig dich wieder. Überlänge. Oh. Doch, Überlänge. Überlänge. Ist ja wohl klar, Digga. Wenn was man jetzt du? Hier, wenn man auf der Welt ein warte mal, einen Hamburger machen kann, dann muss man das auch tun, weil sonst sind die Leute sauer und schreien einen an. Pass mal auf, es geht sofort los. Weil du mich, nee, du darfst jetzt nicht böse mit mir sein. Nee. Bist du noch da? Ja. Guck mal, es geht, zack, so. Jetzt haben wir das fertig, jetzt brauchen wir nur noch hier das Zeug raus und, hab ich Toast? Nee, Toast ist hier drüben. Bist du bereit? Ich hab Toast. Jetzt ist es zu spät. Wo? Oh. Okay, wir machen's hier. Welchen bist du? An welchem? Hier, wo die Sticks jetzt ja. So. Bist du da? Ja. Zack. Was ist das? Firmentofu. Zack. Und da drunter? Oh, guck mal. Fried Egg. Aus Tofu wird ein Ei? Ja. Pack mal unter die Pfanne. Hast du noch Toast? Ja.
Ein ding, Hamburger. Ding, 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 ding. Wieso wird aus dem Ei und also aus Tofu wird Ei, das ist schon unlogisch. Aus Tofu wird Ei, das ist Unsinn. Aber aus Tofu wird halt auch ein Hamburger. Das ist halt ein Gemüseburger. Und das finde ich sehr gut. Ein Veggie-Burger. Das finde ich sehr gut, dass es das gibt. 100% Claim Reward. So. Ach so, wir haben einen Reward dadurch? Ja, klar. Oh, da. Claim Reward. Generell habe ich jetzt alle, ich glaube, ich habe alle genommen. Und Claim Reward. Oh, wie viel wir noch machen müssen von dem ganzen Shit, ne? Nein, wir müssen das automatisieren dann. Das ist halt das ist halt die, oh, jetzt läuft echt flüssig, ne? Ja. Kann das echt sein? Ja. Waren wir doof? Ja, wir waren doof. Also, okay. Quarter of Heart. Gut. Liebe Leute! Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war uns ein Fest. Die Formgeschichte müssen wir, wie gesagt, dann so ab den nächsten Folgen machen. Vielleicht machen wir zwischendurch noch mal andere Sachen. Ich find's schon ziemlich aufregend. Farm ist auch mal was Schönes. Dann, bis demnächst. Das nächste Mal. Wieder. Wenn es wieder heißt. Lubulu, Lablabada, Halibidi. Genau. Gute Nacht. Bis dann. Wir sind jetzt übrigens fertig mit der Aufnahmesession. Wollte ich nur sagen, gell? Ihr lieben Leute. Nur diesmal, mit der Wissen. Diesmal wirklich. Ja, diesmal richtig. Okay, bis dahin. Tschüss. Tschüss.